beide Faktoren sind sehr wichtig, sowohl die Technologie wie auch der behandelnde Chirurg. Und wobei man muss bedenken, die Augenlaseroperation besteht nicht nur aus dem Eingriff, sondern das vielleicht noch Wichtigere ist die Vorbereitung auf die Operation. Der reine Eingriff ist nur die Ausführung der Operation von den bereits erfassten Daten. Ja? Und genauso wichtig ist die Nachbetreuung, ja? Wo wir sehen, wie die Ergebnisse dieser Behandlung geworden sind. Wenn das Ergebnis nicht optimal ist, dann kann man noch immer an der Schraube drehen und das Ergebnis nachkorrigieren. Und das macht die ganze Behandlung aus.